jetzt geht's zu meinem kleinen Beitrag. Ich habe ja gesagt, ich habe viele Projekte gestartet. Mein Leben bestand eigentlich nur aus Projekten. Und jetzt bin ich, da komme ich gleich drauf, schon ein bisschen älter. Und ich möchte noch einmal in meinem Leben was Vernünftiges machen. Und da habe ich gesagt, was ist das Wichtigste? Und das ist zweifelsfrei der Frieden. Und ich möchte zuerst über die Motivation sprechen. Ja? Das ist dann das nächste Flipchart und dann ist schon Schluss mit den Flipcharts. Ich möchte auch erklären, warum ich relativ optimistisch bin. Ich habe ja tolle Gesprächspartner, zum Beispiel unseren Aufsichtsratsvorsitzenden, Mann von der Karin. Und wenn wir über Transformation durch Digitalität oder so reden, dann kommt immer raus, das wird alles noch schlimmer machen. Und ich glaube es nicht. Ich glaube, es wird besser werden. Und das möchte ich hier erklären. Ich hatte vorher hier Hoffnung stehen, aber ich finde Hoffnung zu schwach. Ich bin optimistisch. Und das Dritte ist, wir dürfen nicht reden, wir müssen handeln. Und das können wir, das haben wir bewiesen. Ich habe schon viele Projekte gemacht, in allen Ebenen, das geht schon. Okay, jetzt, was ist die Motivation fürs Projekt? Ich habe hier ein Bild. Jetzt kann man raten, was das Bild ist. Ich möchte meine Zuhörer nicht zu sehr strapazieren, aber das ist mein Leben. Ja? Jeder Strich ist ein Jahr, Querstrich 5 Jahre. Und jetzt habe ich das Stiftebunte. Und die erste Motivation, warum ich das Projekt mache, ich möchte, und das ist ja auch das Einzige, was jetzt ein bisschen so Tränendüse ist, ich möchte dankbar sein. Ja? Ich kann euch gar nicht sagen, wie toll mein Leben war. Das ist für mich selbst unfassbar. Ich kann es gar nicht verstehen. Ja? Ich habe, na gut, in meiner Kindheit war ich nicht so glücklich, aber ich habe so viele schöne Sachen erlebt. Ja? Ob das privat, persönlich war. Zum Beispiel habe ich die Barbara kennengelernt vor, weiß gar nicht wie viele Jahrzehnten. Ich mache es vielleicht hier, ja. Nehmen wir mal rot so die, oder nehmen wir blau, die private Farbe. Jetzt habe ich natürlich immer Rechenprobleme. Wie alt war ich damals und so, gell? Ich würde sagen, hier irgendwo. Ne? Ich habe wundervolle Kinder bekommen. Wird ein bisschen schwieriger. Zack, zack, zack. Und so weiter. Davon sind auch ein paar heute da, da freue ich mich sehr. Die Anna, wo ist die Anna? Und die Sabine. Und der Ruppi will noch kommen, der kommt dann immer zu spät. Und so weiter, ja. Da gestern hat man eine tolle Veranstaltung, kam auch zu spät. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab noch viel mehr tolle Sachen. Ich habe Unternehmen gegründet, ich habe ganz viele Freunde gehabt. Ich habe Gemeinsames erlebt. Ich könnte jetzt überall wunderbare Punkte reinmalen. Ja. Was ich auch ganz toll fand, ich habe in dem ganzen Leben eigentlich nie gehungert. Ja. Da, wo ich gelebt habe, kam das Wasser immer aus dem Wasserhahn, und zwar trinkbares Wasser. Ja. Ich finde das ein Wahnsinn. Ja. Wenn ich im Schwimmbad bin und dann sehe ich die alten Herren, wie sie die Dusche anschalten, die man da nicht im Phoenix nicht abschalten kann, dann ratschen sie eine Viertelstunde, denke ich mir, seid ihr wahnsinnig. Ja. Ich verstehe das nicht. Ja. Für mich ist Wasser ein Wert und ich habe immer da gelebt, wo es frisches, gutes Wasser gab. Ja. Ich hatte wunderbare Lehrer, das ging aber erst nach der Schule so richtig los bei mir, was vielleicht am System liegt, ja. Aber es gab auch in der Schulzeit Ausnahmen. Ich kam in ganz tolle Gemeinschaften rein, habe über meine Lehrer Menschen kennengelernt. Da habe ich so wirklich so Phasen gehabt, hier Phase Rupert Ley, hier Phase St. Gallen, dann irgendwo die Phase PM Camp und so weiter, ja. Und das meiste, was ich angefasst habe, hat erstaunlicherweise auch noch gut funktioniert, ja. Also ich kann nur sagen, mir ging es wahnsinnig gut und deswegen möchte ich mich ein bisschen dankbar zeigen. Und wenn man was besser macht, ist ja vielleicht eine Möglichkeit, Dankbarkeit auszu. Ja? Ich habe aber auch einen großen Ärger gehabt, immer wieder, weil ich Dinge gemacht habe, die ich gar nicht wollte. Ich habe zum Beispiel mir Autos gekauft, obwohl ich sie gar nicht wollte. Ganz viele. Ja? Ich habe mir schnelle rote BMWs gekauft mit ganz starken Motoren, obwohl es eigentlich ein Quatsch ist. Ja, ich wollte halt, aber ich wollte sie nicht. Ja. Ist auch wurscht, ich habe es halt gemacht und habe mir auch Gedanken gemacht, wie das Auto ausgeht. Lauter Quatsch eigentlich. Ja. Ich habe noch viel mehr Quatsch gemacht, muss ich nicht alles erzählen. Und ich habe auch die Aufgabe für mich, dass ich das fortsetze, was Menschen, die ich wahnsinnig bewundert habe, die für mich so eine Art Mentor waren, angefangen haben. Ja, weil die sind jetzt tot, nicht? John Lennon ist tot, Karl Amery ist tot,
Ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben. Konstantin Wecker lebt noch, aber wenn man sein, klingt schon ganz gut, was er erzählt. Ja, oder Willi Michel, mein Freund, der auch für den Frieden ist und so weiter. Vielleicht kann ich es ein bisschen besser als die. Ich habe mir Gandhi aufgeschrieben als einen großen Menschen, der sicherlich viel in die Welt gebracht hat und so weiter. Es gibt viele da. Ja. Und jetzt kommt eigentlich das, was mich am meisten beeinflusst hat, das sind meine Erlebnisse. Ja. Und die Erlebnisse, die kann ich auch vielleicht, wie gesagt, ich mag ja nicht alles einmalen, aber so ein bisschen nur. Das schlimmste Erlebnis, wo ich mich daran erinnern kann, das war eher so in der Gegend, so irgendwie hier dazwischen. Ja. Da hatten meine Eltern einen schrecklichen Krieg. Und ich möchte jetzt keine Details erzählen, könnte ich aber auch, ich erzähle immer alles. Und ich habe eingegriffen, dann waren beide auf mich böse, ne? Wo ich nur was Gutes tun wollte. Das ist für mich auch ein bisschen so der Gedanke, dass Frieden, da geht es nicht nur um sich gegenseitig umbringen, im Sinne einer Ideologie oder sowas, da geht es wirklich, den Frieden in sich zu haben. Also das ist ein wichtiges Thema, glaube ich, wo ich gerne ein bisschen helfen will, dass es mehr Menschen schaffen. Zum Hintergrund, ich bin seit 1,5 Jahren vor allem als Mentor und bei Start-ups tätig und ich habe immer mehr gemerkt, das einzige Ziel darf sein, und es ist auch witzigerweise Florian zum Beispiel da, wenn ich helfen kann, diese Menschen ein bisschen glücklicher zu machen, ein bisschen erfolgreicher, habe ich einen wunderbaren Job getan. Ja? Was will ich mehr? Ne? So einfach ist es doch. Und bin ich aber auch schon, habe ich schlechte Ergebnisse erzielt. Ja? Ein anderes Beispiel, das war, wie die Anna geboren ist, da gab es Tschernobyl. Wann war Tschernobyl? Da war die Anna irgendwo gewesen sein. Ja? Ich habe gerade vor kurzem wieder, da war ja ein Jahrestag der Katastrophe, ein Video im Fernsehen gesehen mit unserem damaligen CSU-Innenminister. Ja. Und dann denke ich mir, hey, ich versuche so Worte wie Lügen, Presse oder sowas zu vermeiden, aber bei dem Minister kommt man so auf gewisse Versuchungen, sage ich mal. Ja. Mit dem Beispiel will ich nur eins sagen, es ist nicht nur der Frieden zwischen den Menschen, es ist auch der Frieden mit der Natur. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja. Ich glaube wirklich, wir können nicht in Frieden leben, wenn wir das mit dem Planeten machen, was wir mit ihm derzeit machen. Das ist meine feste Überzeugung. Ich sehe das ganz ingenieursmäßig. Ja. Ich bin kein, ich glaube nicht an Verschwörungstheorien. Ich glaube mehr an wissenschaftliche Fakten. Und wenn verschiedene Disziplinen dasselbe sagen, dann nehme ich es ernst, obwohl ich eigentlich immer sehr skeptisch bin, wenn ein Wissenschaftler was sagt. Ja. Das heißt, wenn man nicht sofort eine große Transformation einleiten, vielleicht ist es auch zu spät, da haben wir Pech gehabt, gibt es auch im Leben, kann ich auch ein paar Stellen anmalen. Ja. Denn ich glaube tatsächlich, wir müssen was tun und müssen was eben handeln. Ja. Der nächste Step meiner Erinnerung, da habe ich zwei wirklich so wesentliche. Eins war in den 60er Jahren irgendwo hier, das war die Kuba-Krise. Ja. Da war ich ein bisschen mehr als 10 Jahre alt im Gymnasium, lernte gerade frei zu werden, frei zu denken. Und diese Phase meines Lebens, da war ich sehr in einer Umgebung, wo ich dann sehr schnell erkannt habe, die Leute spinnen alle. Ja? Oder vornehmer ausgedrückt, die waren alle traumatisiert. Und das kann ich auch heute wahnsinnig gut nachvollziehen, weil die haben ja schreckliche Dinge im Krieg erlebt. Mein Vater war 6 Jahre an allen Fronten der Welt, meine Mutter Heimat vertrieben, alles was dazugehört, mit den ganzen schrecklichen Dingen passiert sind. Ja, und dass diese Menschen nach so nicht sofort wieder Normalität gewinnen können, das war mir klar. Ja. Und all diese traumatisierten Menschen waren plötzlich der festen Meinung, der Khrushchev stoppt seine Schiffe nicht nach Kuba und der Atomkrieg beginnt. Das war ein schreckliches Ereignis. Ja. Das war aber die Zeit, wo auch ein Journalen kam. Kurz später hat man gesungen, Give Peace a Chance, was man viel öfter singen sollte, nach meiner Meinung. Ja. Das Zweite, das war dann genau in diesen 60er Jahren, war irgendwo, ich war ein böser Junge immer, ich war ganz früh in den ganz schwarzen Kneipen, wo die GI-Abwehr in Augsburg war Garnisonstadt. Und in der US Army ist es so, da sind halt die unteren sind schwarz, ne, die Infanterie. Und das war für uns Augsburger ganz toll, weil da gab es so Clubs, die waren sowas von geil und da war auch kein Weißer drin, außer ich und meine Freunde. Und die GIs, die waren gut drauf immer. Ja. Wir hatten noch so Neidtesthemden an, so was ähnliches wie heute.
Und die Amis, die hatten halt, also die Besucher dieser Clubs, die hatten halt Jeans an, ja, die hatten kurze Hosen an, die haben die Jacken weggeschmissen und im Unterhemd getanzt. Ja, für einen Deutschen 1966, ich war im Unterhemd tanzen, unmöglich. Und die Musik war geil. Da habe ich auch Freunde gewonnen. George Green war einer, der dann oft im Leben für mich gespielt hat. Aber es gab da ganz, ganz schlimme Abende. Da haben alle geheult. Ja. Und die blonden Damen, die drin waren, um Geld zu verdienen, haben auch geheult. Weil die Jungs am frühen Morgen zu irgendeinem Flughafen fahren mussten, wo sie nach Vietnam fliegen mussten. Ja. Und das ist mir auch so haften geblieben. Und so schön viele Erlebnisse waren, so bitter wurde mir damals klar, das ist doch alles Wahnsinn. Der Ärger war, dass ich dann ja auch wieder, ich habe mich ja dagegen auch nicht gewehrt. Ne? Wir haben ja protestiert ein bisschen, aber was haben wir getan? Nichts haben wir getan. Mit der Barbara war ich dann vor kurzem mal in Vietnam und da habe ich immer noch gesehen, wie da die Hafenanlagen vom Agent Orange-Zeug verbrannt sind. Ja? Das waren Erlebnisse in diesem Leben und na, es sind viele Striche. Ja? Ich habe mal im Internet meinen Lebenslauf beschrieben, da gehe ich davon aus, ich bin ja, früher habe ich ja streng Wasserfall geplant und so, später wurde ich agil. Ist jetzt nicht wahr, wir haben schon die Kluse agil gemacht, wer noch weiß, was das ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mal gesagt, ich wäre so 80 Jahre alt. Ne? Das heißt, es wird Zeit, dass ich mich spute. Das ist so das 66. 10 Monate sind vorbei, 20. Juni. Und dann haben wir halt noch 14 Jahre. Und dann weiß ich ja nicht, wann ich senil werde. Ich habe gerade bei der Allianz, war eine ganz tolle Veranstaltung, hat man mir gesagt, jeder zweite Mann wird fliegebedürftig. Good News. Bei den Frauen werden von 3, 2. Okay, ab und zu muss ich Spaß machen, damit es nicht ganz so traurig ist. Ja. Und naja, 4 Jahre, nur man kann in 4 Jahren kann man Berge versetzen. Ja. Und ich habe mir eigentlich überlegt, mittlerweile ist der Krieg sowas von absurd geworden, dass die Hoffnung, dass man diesen Scheiß nicht mehr mitmacht, die kann man langsam behaupten. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Ja. Eine News, übrigens, diese bösen News finden sich alle auf Fefe-Blog, den ich sehr mag, ja, der ein bisschen Pfeffer reinstreut in das ganze Leben und 1 Million Klicks am Tag locker hat, vielleicht 2 Millionen. Also so viele Menschen wie Fefe lesen, so schlecht kann es in Deutschland gar nicht bestellt sein, sage ich immer. Ganz einfach Fefe, F-E-F-E suchen, findet jeder. Eine der letzten News war, wir wollen in Deutschland, man nennt sie ja Cyber-Uschi in unseren Kreisen, also die möchte jetzt dann zuerst mal 13.500 Cyber-Soldaten einstellen. Ja, die im Cyberkrieg, das ist jetzt ganz harmlos, weil da tut man niemand weh, aber es ist halt Unsinn, weil das wird ein Permanentkrieg. Ja. Man muss ja immer gegen alle kämpfen und keiner weiß mehr, gegen wen. Ich kenne mich im Internet ein bisschen aus. Ja. Also das ist pervers und harmlos, aber es ist pervers eben. Ja. Schlimmer wird es aber, da habe ich mir aufgeschrieben, es gibt eine Firma, die heißt seit kurzem Akademie. Wer kennt die? Ja, ein bisschen da. Vor kurzem hieß die Firma anders. Da hieß sie Blackwater USA. Die kennen schon mehr Leute. Noch vor kurzem hieß sie dann Blackwater Worldwide. Das war 2009. Und früher hieß sie XE, das spricht man so XE aus, Services LLG. Ja. Jetzt ist es für mich Söldnertum. Nur früher war Söldnertum, dass man halt Leute irgendwo eingesammelt hat. Man kriegt einen großen Scheck und musst weniger arbeiten und hast eine Arbeit, die mehr Spaß macht. Andere Leute umbringen. Ja. Das habe ich noch verstanden. Aber dass solche Firmen mittlerweile zum Beispiel ein ganz normaler Teil der doch angesehenen Constellis Holding sind und dass solche Konzerne vielleicht bald an die Börse gehen, weil man dann mehr Geld kriegt dafür, dann ist doch die Absurdität in einem Maße erreicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ja? Es geht aber noch viel schlimmer. Es gibt mittlerweile Kampfroboter. Auch da will Cyber-Uschi viele kaufen davon. Da gibt es eine Firma, die kennt jeder, Boston Robotics, ja, hat Google mal gekauft. Nach meinem Wissen hat Google, hat mir erzählt und es scheint zu stimmen. Der Guido hat es mir erzählt, der ist glaube ich auch da. Guido, wo bist du? Ah, da hinten versteckt er sich. Nee, jetzt im Ernst. Google hat die Firma wohl wieder verkauft. Das scheint so zu sein, weil Google ist ja don't be evil. Und die Firma ist hart militärisch. Und da
habe ich vor kurzem auch dank dir ein Video gesehen, da kommen so vier so Kampfroboter anmarschiert. Ja. It's not amusing, wirklich nicht. Ja. Es ist so schlimm, da kriegt man Angst. Und das ist der neue Krieg. Aber das ist alles harmlos. Ja. Ich habe das große Glück, dass ich im Fieber Startups bin und dann sehe ich, was für die Menschen bewegt und was da gebaut wird. Drohnen. Ich sage, das ist fantastisch. Ja. Letztens da war wieder ein drin. Alle für zivile Nutzung. Ja. Nur, ob die Payload eine Bombe ist oder nicht, ist eigentlich wurscht. Payload ist Payload. Ja. Zivile Payload. Ja. Wenn man aber das dann, gibt es auch andere Videos, die kann man alle in YouTube anschauen, wo richtige Kampfdrohnen schon auch vorgeführt werden, die richtig schießen können und so weiter. Ja. Gibt es übrigens einen der Roboter, der wird deswegen so gelobt und angepreist, der Kampfroboter, der zweibeinige, vierbeinige Kampfroboter, zweibeinige, dass der alle vorhandenen Waffen nutzen kann. Ja. Vom Messer bis zum Gewehr und so weiter. Ja. Also ich zeige die Videos bewusst nicht, weil ich finde das Quatsch, aber ich werde sie beim Bericht, ich mache einen Kurzbericht von heute, veröffentlichen und dann kann jeder sie anschauen. Und es ist das Grauen. Aber es ist absurd, ja. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie so ein Krieg ausschaut. Ne? Da kommen dann die Roboter von links und rechts, zuerst bringen sie alle Menschen um und dann sich gegenseitig. Oder ich verstehe es nicht mehr. Ja? Und ich glaube, wir haben eine hervorragende Argumentationslage. Also vertrieblich gesehen hat man heute viele, viele gute Argumente, wenn man für den Frieden ist. Ja? Aber ich habe noch eine ganz andere Hoffnung oder zwei andere Hoffnungen. Das eine ist das Internet. Im Internet erlebe ich immer mehr und das ist mir so schön und so wichtig, dass ich nenne, oder ich habe das alles gestohlen von anderen Leuten. Ich habe das, in dem Fall habe ich das von dem Gründer von Next Hamburg mitgenommen. Die freundlichen Menschen, die gibt es, und das sind die Mehrheit nach meiner Überzeugung, haben jetzt die Chance, in einer Art und Weise zusammenzukommen, wie sie es nie hatten. Und vieles, was man heute schon sieht, oder ich mache einen ganz kleinen Umweg, das Internet, Digitalisierung hat aus uns allen in die Situation gebracht, dass wir den Service erbringen müssen. Wir sind eine Gesellschaft des Selbstservices geworden. Alles, was ich mache, mache ich selber. Ja, oder jetzt mal die Barbara, weil ich zu dumm dafür bin. Aber wir machen es selber. Ja. Und diese Selbstservice-Gesellschaft ist ein guter Ansatz, weil der Schritt von der Selbstservice-Gesellschaft hin zur Wir-machen-was-Gesellschaft ist ganz klein. Und wenn ich in so Smart City, nicht wunderbare Veranstaltungen, Unternehmertum, BMW-Welt, alles Hochglanz. Aber wer macht denn was in den Smart Cities? Das sind genau die freundlichen Bürger, die im schlimmsten Fall auch mal eine Genossenschaft gründen und dann was aufkaufen und was verändern. Ja? Und das sehe ich einen wunderbaren Trend. Das heißt, wir haben durch Digitalisierung heute die Chance und ich glaube, wir sind mehr. Ich glaube, dass, was ich so sehe, ich schaue mir alles an im Netz, ja? Auch die rechtsradikalen Bösen und so, die sind schwächer. Die freundlichen Menschen scheinen mir mehr zu sein. Man könnte ja das noch weiter beeinflussen. Ja. Aber ich will sagen, wir haben die Chance, die es noch nie so gab, dass die freundlichen Menschen sich zusammenschließen, was machen und auch machen müssen. Weil auch allein Infrastruktur, wir werden so viele Probleme kriegen, ist klar, nicht ein reines Mengenproblem, da wird der Staat nicht mehr helfen können. Da müssen die freundlichen Bürger in der Nachbarschaft gemeinsam das machen. Und zwar nicht, indem sie eine Bürgerwehr gründen. Das sollte man lieber auf das Prinzip Gewaltmonopol geben wir im Staat ab und kontrollieren den Staat, dass es nicht missbraucht wird. Dann sollten wir wirklich in dem Fall dafür sorgen, dass wir die Dinge, die halt schief sind, reparieren. Und es geht, da kenne ich viele gute Beispiele. Obernauten in München, ja, viele andere Beispiele. Und das Zweite, ich glaube, wir haben eine zweite Phase der Aufklärung zurzeit. Wenn man die Gehirnforschung liest, die Ergebnisse, dann merkt man, dass diese ganzen Dogmen, die wir hatten, wir sind freie Menschen, wir haben einen Willen, ja, wir haben eine Schuldfähigkeit, wir sind verantwortlich, dass das alles Blödsinn ist. Im Prinzip leben wir vom Unterbewusstsein, das steuert uns. Ja. Und das arme Kleinhirn, das kann man alles, soweit das möglich ist im Rahmen der Wissenschaft, belegen, das arme Kleinhirn hat nicht viel zu sagen. Ja. Wird immer den Männern nur unterstellt, aber bei Frauen ist es genauso. Ja. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, das sind so Gründe, wo ich meine, wir können sehr optimistisch sein, dass wir die Chance haben, durch technologischen Fortschritt, durch Bildung, durch Fragen stellen, durch eine gute Aufklärung 2.0, langsam eine Perspektive zu bekommen. Gut, jetzt bin ich fast fertig. Ich habe einen dritten Punkt gehabt, der hat Handeln geheißen.
ich lese immer, ich bin so Hobbyist in der Philosophie und ich schätze Seneca sehr stark. Und da habe ich zwei Sätze, die mir für dieses Projekt sehr gut gefallen. Der erste Satz, den kennt, glaube ich, jeder, der heißt, nicht, weil die Dinge schwierig sind. Also nicht, weil die Dinge schwierig sind, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, sind die Dinge schwierig. Ja? Also wage ich was? Das erste Wagnis war, den Scholli anzusprechen. Dachte mir, der sagt, lieber Roland, du spinnst, geht eh nicht. Nein, er sagt, ich mach mit, ja, genial. Also erstes Wagnis ist schon geglückt, wunderbar. Und der zweite Satz von Seneca, und Seneca war ja auch ein Lehrer, war kein Philosoph und kein Philosoph, sowas, der war ein Lehrer und der hat eigentlich dasselbe Ziel gehabt, so steht zumindest in den Büchern wie ich, der wollte seine Schüler erfolgreicher und glücklicher machen. Der zweite Satz ist, Philosophie heißt nicht reden, Philosophie heißt handeln. Ja? Und dann habe ich hier so viele tolle, intelligente Menschen und vielleicht kommen ein paar Ideen dazu. Ich habe auch ein paar Ideen schon. Eine Idee ist zum Beispiel, man kann alles mit Schneeballprinzipien lösen. Ne? Könnte eine Idee sein. Machen wir ein Schneeballprinzip. Zweierpotenz ist so mächtig, denkt man an das Schachbrett mit den Getreidekörnern, nicht? Warum machen wir kein Schneeballprinzip? Eine Idee. Wahrscheinlich gibt es 100 bessere Ideen. Ja? Und ich freue mich, wenn heute, nachdem Jolly seine Impulse gibt und ein bisschen inspiriert, vielleicht gute Ideen zu mir kommen. Und ich koordiniere das, setze das um, muss gar nicht viel tun. Ja, ich bin nur der Inkubator und es geht los. Also das wäre so meine Vision. Wenn heute Weihnachten wäre, würde ich mir das wünschen.